heute geht's nach Hamburg. Es wird nur regnen. Aber ich lass mich nicht beirren. Ich gehe jetzt nach Hamburg. Der Jan weiß alles. Er kennt jede Boje hier. Jo, morgen. Ja, Jan, moin. Ist die im Gepäck oder was ist das Gebäude? Ne, ich hatte noch auf lautlos. Ich bin erst ich hab mal echt ausgeschlafen. Ich war so fertig. Okay. Ja. Also, du müsstest heute eigentlich rausgehen. Eigentlich jetzt, ne? Weißt du, ne? Weil morgen hast du im Gegenmittag um die 6 Uhr vor. Ja, aber jetzt ist noch zu früh. Ich muss um 9:30 raus. Immer rechts, genau. Du kannst immer rechts vom Tonnenstrich fahren, ne? Ja, das ist aber keine große Nummer. Du musst auch nicht rechts vom Tonnenstrich. Du musst einfach den großen Schiffen ausweichen. Ja. Aber ich kann heute, ich kann eigentlich die ganze Zeit segeln. Das ist ganz gut. Aber ich will ja meine Mutter nicht die ganze Zeit laufen lassen. Ne? Ich guck mal, wie ich durchkomme, wie ich Bock habe und so. Und, wie gesagt, Cityhafen willst du auf Grund stoßen. Ich weiß nicht, wie das Stick da ist. Ich will einmal alleine, um das zu filmen, will ich mal in diesen Cityhafen. Und dann werde ich wahrscheinlich einen Tag später zurückgehen, da nach Finkenwerder oder so. Okay, auf nach Hamburg. Ich muss jetzt mal meinen Tank voll machen. Bis später. Jan, super. Tschö. Cuxhaven, erstmal AD. Aber da das ja hier eine Sackgasse ist, komme ich wieder, es sei denn, ich gehe in die Ostsee, aber das halte ich mal im Moment für ausgeschlossen. Kann gleich ein bisschen segeln. Hinterher wird der Kurs günstiger, aber ich habe keine Lust, den ganzen Tag zu motoren. So, ich habe gerade mein Schätzchen rausgeholt, meine Panoramakamera, weil hier so ein trostloses Horizontmotiv ist. Das muss ich jetzt einfach mal machen. Ne? Das muss ich jetzt mal machen. Das Nichts fotografieren à la Andreas Gurski. Das ist aber auch wirklich gar nichts. Grauer Himmel, graues Wasser. Aber ein schönes Panoramabild mit einer roten Boje. Ich sollte herausfinden, welche das ist. Genau, das Bild muss den Namen von dieser Tonne haben. Das wäre doch geil. Groß runternehmen müssen und jetzt ist auch richtig hier so Düseneffekt. Ich habe hier ganz schön Wind, aber leider muss ich noch weiter gleich nach rechts da ums Eck und dann werde ich vielleicht nicht mehr segeln können. Gehe ich hinter dem durch. Jetzt muss ich nur warten, bis der durch ist. Der ist aber auch nicht so schnell und lasse ich den durch und dann gehe ich auf die andere Seite wieder rüber. Dann kann ich diese Kurve da so ein bisschen eng schneiden. Gerade voll in der Windabdeckung von dem Boot und jetzt kommt der Wind wieder. Jetzt kommt der Wind. Voll in der Abdeckung. Ne? Geil, jetzt gehe ich an dem vorbei. Also jetzt gehe ich hinten durch. Und das Telefon schellt, voller Stress. Wahnsinn, ich bin gleich in Hamburg. Ey. Es ist so abgefahren. Also mit dem Boot irgendwie das zu machen, das ist sowas anderes, als wenn man da mal mit dem Auto hinfährt oder so. Also das ist so ein bisschen steuern. Ich kann da hinten schon die Kräne vom Hamburger Hafen sehen und ich habe es gleich geschafft. Also das Problem ist, jetzt schläft der Wind. Ich habe gerade den Motor ausgemacht, weil ich lasse teilweise den Motor mitlaufen.
weil ich muss mich jetzt beeilen, weil die Strömung gleich kippt. Und dann wird's echt zäh. Dann hast du die Strömung gegen dich und dann wird man echt langsam. Aber ich sag mal, Finkenwerder, da vorne sehe ich schon die Airbusse. Da ist schon Airbus. Und hinter dem Airbus-Gelände ist schon Finkenwerder. Das heißt, das ist ein Hafen, den schaffe ich auf jeden Fall heute. Wir sind so im Reisen, so verwöhnt. Man geht in ein Flugzeug, steigt irgendwo auf einem ganz anderen Kontinent aus. Aber wenn man das mit einem Boot macht, dann hat man sich wirklich jede Meile erarbeitet und kriegt ja nichts geschenkt. Und das ist Wahnsinn. Da kommen ein paar Wellen von dem Boot. Hier ist so ein Trockendock und da guckt oben schon wieder so eine Mega-Yacht von irgendwelchen, keine Ahnung, Oligarchen oder sonst welchen reichen Trotteln raus. Diese Boote, die kosten ein Vermögen, verpesten die Welt. Das ist eine CO2-Bilanz, die solche Scheiß-Typen haben. Das ist unglaublich. Ich meine, ich habe jetzt 20 Liter verbraucht, wenn es Diesel auf dem Weg bis hierhin. Und die Jungs da, die machen das in einer Minute. Wenn überhaupt, wenn die sagen, überhaupt damit auskommen. Und da ist ein Kreuzfahrtschiff, braucht auch kein Mensch. Aber was soll ich hier über die Welt schimpfen? Der wird sein Geld sicher ehrlich verdient haben. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Das ist doch mal richtiger Hamburger Wetter hier. Es regnet jetzt in Strömen und ist richtig diesig und trüb. So kennt man das doch. So muss das sein. So, ich muss mal eben ein bisschen korrigieren, sonst laufe ich hier gleich vor eine Kaimauer. Über alles. 9,20 Meter. Strom brauchst du auch? Ja. Habt ihr die ganze Saison auf hier? Ja, wir komplett auf. Ja. Vielleicht bleibe ich ja hier in dem Tor. Mal gucken.